So, ich glaube, die brauchen wir ja auch noch. Oder? 4 Stück noch, ja. Das Bollwerk. Ach so, das, gut, das ist einer von drüben. Hier können wir noch mit. Nein, fuck. Entschuldigung. Das, ich wollte mich jetzt nicht so ausdrücken. Nee, wenn ich den dort habe, ist das wie angegriffen werden, dann kann ich nicht sammeln. Klar, ne? Und jetzt habe ich es trotzdem angedingst und bin dann zurück und habe trotzdem eins verloren. Also sprich, wenn ich jetzt einfach weglaufe, bekomme ich weder die IP noch das Teil ins Inventar. Es ist dann einfach weg. Also auch, ne, dann kann ich nicht noch dreimal absammeln, obwohl ich ja es abgebrochen habe praktisch. Nee, das ist dann wirklich komplett weg. Nemesius. Nehmen wir mit. Ah, nur Ilios. Das könnte ein Andenken sein, hm? Ein Andenken an diesen Ausflug hier. Das könnten wir doch machen. Ey, wir wollen ein Andenken. Dankeschön. Ja, und das ist es eben so, ne? Und so. Und weg ist es. Zum Beispiel für diejenigen, die nur eins stehen lassen. Wäre das auch eine Möglichkeit? Hier müsste ich doch eigentlich auch... Hier haben wir noch mehrere Quests. Könnte man eigentlich auch noch machen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ah, okay, ist fertig. Dann den hier noch. Wobei ich auf Kuris Jagd jetzt nicht wirklich so die Lust habe. Vielleicht heben wir uns das einfach fürs nächste Mal auf. Wenn wir hier sind. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ah, das nehmen wir mit. Ein Andenken haben wir ja. Und das hier, ich meine, okay, wir haben die 10 Stück für die Quest. Können wir dann auch gleich noch schön abgeben. Das ist doch gut. Kloink. So, wir brauchen noch 2 Schleime. Da ist einer und da ist einer. Da. Irgendwie so. Irgendwie. Ich weiß nicht, seit wann da jetzt die Prozentanzahl steht. Normalerweise stand da immer, was weiß ich, wie viele Millionen von so und so viele Millionen. Ob man das irgendwo in den Einstellungen ändern kann, wieder zum Alten hin, würde mich echt interessieren, weil fand ich besser, fand ich irgendwie schöner. Wenn man genau wusste, okay, mir fehlen noch von meinen 300 Millionen EP fehlen mir noch 200. Fand ich immer ganz angenehm. Aber so kann man ja irgendwie gar nicht damit rechnen. Wobei das jetzt natürlich auf dem Level noch nicht so, meiner Meinung nach auch noch nicht so interessant ist, weil man macht Quests und levelt so oder so. Ich meine, klar, levelt man immer, aber ich meine, ja, mit 60 oder so, wenn du dann wirklich irgendwie schnell leveln willst, weil du irgendwas unbedingt mit deinen Leuten machen willst, die man dann schon so auch kennengelernt hat, dann ist das so ätzend. Dann ist das so ätzend, wenn du da ewig levelst. Und viele machen dann auch eine bestimmte Quest, die gibt, oder auch mehrere Quests, die gibt 5 Millionen EP und ich glaube, dauert circa 5 Minuten. Also, die kannst du dann immer und immer wieder machen. Und das geht eigentlich echt gut. Also, ich habe damit auch schon ein ganzes Stück weit gelevelt. Ich werde das aber euch nicht antun. Also, das geht auch einfach nicht, weil es wirklich immer und immer wieder das gleiche ist. Und selbst mich nervt das tierisch. Und bis dahin dauert das auch noch ein ganzes Stück. Weil das erst ab, lass mich lügen, Level 50, 51 ist. Bin mir jetzt nicht sicher. 51, glaube ich. 50? 51? Irgendwie sowas um den Dreh. Und deswegen, wir sind jetzt fast 25. Nee, den will ich nicht. Wem oder was ich ausweichen kann, dem weiche ich aus.
zumindest jetzt gerade. Ich habe jetzt einfach keine Lust auf wer weiß was für extra Mobs. Seid gegrüßt, Deva. Und damit sind wir 25. Finde ich sehr schön. Finde ich echt gut. Okay, komm, dann lassen wir uns nochmal kaputt machen. Wir sind hier fertig. Hallo. Ich bin ein Freund. Hallo, ich bin doch ein Freund. Oh, ich glaube, die mögen mich nicht. Also natürlich mögen sie mich nicht. Ich bin ein Feind. Aber ich habe doch gesagt, hallo, ich bin ein Freund. Und sie so, nein, du bist ein Asmo, du bist böse, du kannst nur böse sein. Stimmt nicht. Ich nicht. Obelisk-Kiss brauchen wir nicht. Wir hatten unseren Spaß soweit. Ich meine, um die Uhrzeit ist halt wirklich nichts los. Wenn wir tatsächlich, ich muss mal gucken, dass ich spätestens, spätestens bei der nächsten Aufnahme dann mal tagsüber oder abends und nicht spät nachts aufnehme. Dass ich bei der nächsten Aufnahme nicht nachts. Was? Ich habe keine Ahnung. Kommt ihr oder geht ihr? Ich bin ja auch so furchtbar, ne? Ich kann mir ja nie merken, was ich gerade eben noch gesagt habe. Ich vergesse das immer direkt. Es ist halt auch, wenn man hier aufnimmt und dann hörst du nur bla 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 bla. Also mache ich ja, ne? Bla 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 bla. Da weißt du dann irgendwann, hörst du dir selbst schon nicht mehr zu. Ne? Seid gegrüßt. Ja, guck mal, was wir hier für dich haben. Und da oben haben wir auch noch eine Quest abzugeben. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Spion, hin und zurück, also nochmal. Nee, aber nicht jetzt. Das machen wir nicht jetzt. Schau mal, der hat eine Quest für uns. Hallo. Warte mal. Wieder ein dunkler Tag. Was? Almosen? Wo ist dieser Typ denn? Ach da. Okay. Hä? Ups. Mit diesen Rollen fliegen wir ein bisschen schneller. Weil dieses langsame Hin- und Her-Getucker nervt mich. Hüpf. Hier. Hier haben wir eine Instanz. Ich muss wirklich gucken, dass ich bei der nächsten Aufnahme da mal tagsüber da bin. Nein, du sollst dich heilen. So. Wünscht ihr etwas von mir? Der gibt uns Quests für eine Instanz. Noxanas Ausbildungslager? Oder? Noxana Ausbildungslager, so rum. Da brauchen wir aber schon eine Gruppe für. Das schaffen wir alleine nicht. Können wir auch ein paar Mal machen. Ich glaube, allein schon wegen Quests müssen wir da ein paar Mal rein. Ja, müssen nicht, aber... Ja, was kriege ich denn von dir heute? Ein Streitkolben oder einen Stab für 25... Nee, brauche ich doch gar nicht. Warum sollte ich das dann nehmen? Ach so, das war für Noxana Quest. Ja gut, die kriegen wir. Wünscht ihr etwas von mir? Okay, Fortschritt. Wohlstand 8. Annehmen. Ihr nickt. Oh, wir bekommen Handschuhe, die wir noch nicht anziehen können. Parieren. Ja, die. Wünscht ihr etwas von mir? Annehmen. Ihr nickt. Oh, jetzt bekommen wir eine Waffe, die wir mit 26 gar nicht brauchen. So ein Quatsch eigentlich. Na gut, gibt ein paar Tränke und so, ne? Das ist immer ganz gut. So. Dann haben wir hier jetzt einen besseren Stab. Das ist doch schon mal was. Den könnten wir auch... Und ich glaube, das machen wir auch.
Den machen wir mal. Blut. Hübsch. Für Blut. So, was haben wir hier? Magieverstärkung braucht man nicht. TP. Treffer könnten wir reinhauen und dann halt wirklich nur TP. Was anderes würde mir da jetzt überhaupt nicht einfallen. Aber so wie ich mich kenne, kriegen wir wahrscheinlich die Steine gar nicht rein. Ja, ich weiß, man kann mehrere hintereinander machen. Ich habe aber irgendwo mal gehört, das soll gar nicht so gut sein. Vor allem dann so bei höheren Waffen und höheren Steinen, wo es dann auch wirklich ärgerlich wird, wenn er nicht reingeht, weil der Stein eine Million kostet oder so. Gut, den haben wir gesockelt. Den werden wir auch ein Weilchen behalten. Ich meine, 39 kann von Stufe 39 oder darunter benutzt werden. Also werden wir den, denke ich, circa bis dahin benutzen. Es sei denn, wir holen uns den, ich glaube, Silbermünzstab. Der hat Angriffsgeschwindigkeit. Okay, hat der hier auch schon 2%. Aber der andere hat, glaube ich, 11. Ne, Quatsch. Angriffsgeschwindigkeit 2,0 ist das normale. Der hier, plus 8%. Ich kann das gerade mit der Maus nicht zeigen, aber ich zeige mit dem Finger auf den Monitor. hier sieht man ja Angriffsgeschwindigkeit 2,0. Das ist die normale Angriffsgeschwindigkeit. Plus 8%. Und der andere hat 11%. Ja, ich glaube 11%. Und wir können den goldenen, den wir jetzt hier haben, auch noch nicht fusionieren. Nix. Mit dem, der muss auch hässlich aussehen. Wir können da noch keinen Skin draufhauen, weil wir den am Ende wegwerfen müssen. Leider. Leider. Und deswegen wäre das, glaube ich, echt denkbar schlecht, wenn wir den jetzt schon umskinnen, beziehungsweise wäre der Skin dann halt einfach weg. Das wäre echt schade. Das wäre schon echt schade. Hallo, ich möchte mal kurz verkaufen. Ja, nee, ich möchte verkaufen. Halt, unser Andenken nicht. Das wollen wir behalten. So. Den kann auch noch hoch weg. So. Das ist 26. Ja, gut, dauert noch ein kleines Stück. Packen wir erstmal ins Lager. Blut für Blut. Können wir uns dann immer noch holen. So, und unser Andenken packen wir mal hier rein. So, was ist das? Ah, hier haben wir wieder zusätzlich EP. Durch die Jagd, das Sammeln und die Profession, während der Effekt, wer ins Amulett, bla bla, Punkt, Punkt, anhält. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit soll. Handel nicht möglich, kann ich eigentlich wegwerfen. Account-Lagerhaus nicht möglich, kann ich? Ja. Weil das hat dann echt überhaupt keinen Sinn. Noch seine Ausbildungslager. Ich kann eh so oft rein, wie ich will. Wozu sollte ich das aufheben? Naja. Ja, hier. Wenn wir diesen Skin jetzt schon benutzen, dann ist der halt weg. Und ich glaube, so billig war der jetzt auch nicht. Beziehungsweise möchte ich einfach kein China so komplett aus dem Fenster werfen. Das wäre echt schade. Okay. Hier oben ist noch eine dunkelblaue Quest. Müssen wir alles annehmen. Kann ich mich mit einem Gewissen vereinbaren. Werden. Ach ja, mhm. Oh. Warum kann ich die Quest nicht? Ach so. Ich dachte, er gibt mir jetzt was und muss was auswählen, aber nee, ich musste noch ein ganz, ganz kleines Stück reinscrollen. Runterscrollen. Entschuldigung. Ihr seid zu weit vom Ziel entfernt. Ja, du sollst ja auch dich buffen. Hallo, du. Guter Tag. Verfluchte Halskette. Ja, ich erinnere mich. So. Mach da unten schon mal an. Oder oben? Oder. Ach nee, Quatsch, das ist der in dem. Ottis ist das hier. Der uns ja wieder wegbeamen will, aber wir wollen ja diesmal nicht weggebeamt werden. Ich
Machen wir beim nächsten Mal. Oh nein. Die hätten wir gebraucht. Ah. Wir müssen uns auch unbedingt mal binden. Am Dingensbummenspunkt. Das ist kein gültiges Ziel. Euer Ziel ist zu weit. Oh, ich glaube, wir haben Nero mal wieder nicht ausgepackt. Kann das sein? Bello. Ich weiß nicht, wie ich jetzt... Nero. Habe ich jetzt echt Nero gesagt? Oder Bello? Oh, um Gottes Willen. Mhm. Ja. Ja. Nero. Es tut mir leid. Wir hatten einen Husky früher vor 500 Jahren. Der hieß Nero und wahrscheinlich bin ich deswegen jetzt da irgendwie drauf gekommen. Es tut mir leid. Das ist es ja. Es war gerade wieder so der Moment. Was habe ich gerade gesagt? Hast du das wirklich gesagt? Bist du dir jetzt sicher? Hast du? Und ich glaube, ich habe. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich bin mir nicht sicher, habe ich jetzt Nero oder Bello gesagt? Nero war irgendwie einfach, wie gesagt, das war unser Hund. Vor ein paar Jahren. Aber statt, dass ich jetzt wirklich dann den Namen meines Hundes sage. Ich weiß nicht, warum. Das ist jetzt echt... Ist mir ein bisschen peinlich. Ach, ich habe ja noch... Die Fertigkeiten habe ich ja noch gar nicht ausgepackt. Siehst du mal. Das ist kein gültiges Ziel. Wäre ja auch etwas, was wir noch machen könnten. Machen wir gleich noch zum Schluss. Ich mache jetzt die Quest, dann gehen wir zurück. Quest abgeben. Und dann machen wir noch kurz die Fertigkeiten. Und dann ist für heute auch erstmal Ende Gelände. Ich muss noch rendern und hochladen für morgen. Für morgen... Und ich wollte ja noch was anderes machen. Und das möchte ich unbedingt noch machen, bevor ich die Folge rendere. Es ist eine winzig kleine Überraschung. Lasst euch nicht versauen. Ich werde euch nichts erzählen. Nö. Ich meine, es wird euch wahrscheinlich gar nicht großartig auffallen. Aber ich freue mich über so kleine, tolle Dinge. Wie viele Laufrollen wir mittlerweile haben. Gut, dass wir da nicht mehr so viele kaufen müssen. Ah, die 10 Kristalle. Die würde ich eigentlich echt gern mitnehmen. Aber das schaffe ich jetzt. Glaube ich nicht. Weil bis... Oder? Ich meine... Ja komm, wir haben 5. Sind noch 5. Die Mobs hier halten nichts aus, weil wir ja auch schon 25 sind. Normalerweise ist man hier im 20er-Bereich unterwegs. Sprich, wir haben auf jeden Fall einen ganz guten Vorsprung. Leveltechnisch den Quests gegenüber. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mehr so. Komm mir nicht zu nah, ich will nicht mit dir kämpfen. So, das Ding hier noch. Dann fehlt noch eins. Müssen wir mal gucken, wo wir das herkriegen. Nee, da laufe ich jetzt nicht hin. Da. Hui. Fliegen ist schön, da muss man Hui machen. Geht
Geht nicht anders. So, dann haben wir das fertig. Und was wir noch, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen, bevor ich es vergesse, wir binden uns am Obelisk. Weil ich das... Ich vergesse das. Ich sehe es kommen. Ich meine, wir sind... noch in Morheim gebunden. Nee, Quatsch. Morheim sind wir jetzt. Altgard, hier in der Stadt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Hatte die einen Namen? Nee, ne? Ist einfach Altgard-Stadt. Oder Altgard. Wäre blöd, wenn wir dann jedes Mal, wenn wir sterben von Altgard hier... Ih, was bist du denn? Bäh. Also Etatech ist echt so eine Klasse, die gefällt mir überhaupt nicht. Das ist mir alles viel zu technisch. Es ist nicht so mein Ding irgendwie. Gefällt mir nicht. Aber, na, das ist was anderes. Jeder kann spielen, was er spielen möchte. Nur ich persönlich sage, ich mag diese Klasse nicht. Die passt nicht so wirklich in dieses Spiel rein. Diese Sprachbehinderung mal wieder. Passt nicht gut in dieses Spiel. Ich weiß nicht, es ist einfach auch so eine Gewohnheitssache. Ich persönlich spiele Aion seit 1.9. Ne, sogar ein bisschen vorher noch. Aber sagen wir, ich habe eine Woche bevor 1.9 released wurde, habe ich angefangen. Und jetzt, das ist einfach komisch. Wenn dann so nach Jahren so eine Klasse kommt, die man irgendwie, die einfach nicht reinpasst. Das ist echt merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Okay, erhöht bei euch und euren Gruppen hier rein. Ja. Wir müssen umbauen, das wird eh nix. So, schnell das bla bla. Huch. Ja, das wird ja alles nur aktualisiert, ne? Ja, gut. Da hat sich dann für uns nicht allzu viel geändert, außer das. Wir müssen mal gucken, wie wir das anders ändern können, weil theoretisch brauchen wir die nicht so oft. Die können wir auch hier mit reinmachen. So. Packen das dann hier hin und das einfach mal hier rein. Das vielleicht auch. So. Dann haben wir alles Wichtige in einem Bereich, weil ich bin ja eine Mausspielerin. Ich gebe es zu. Ich spiele mit der Maus. Ich bin zu doof, irgendwie Strong C XYZ 100 auf einmal zu drücken. Deswegen spiele ich mit der Maus. Ich kam aber bis jetzt immer gut zurecht. Hi! Es gibt tatsächlich noch ein paar Leute, die online sind. Ja, mehr kann ich dir leider nicht buffen. Sorry, Pisto-Cannon. Oder wie auch immer. Oder wie... I'm glad you came. I'm glad you came.